Herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt-Video und heute zocken wir Razorgun. Und wir hoffen, dass es dieses Mal funktioniert. Ich habe auch schon ganz Bammel, jetzt direkt ins Spiel zu gehen. Und es war nur ganz kurz vor dem Augenblick, deswegen lassen wir es durchlaufen, weil wir jetzt schon zum vierten Mal diesen Anfang gesagt haben. Ne? Ich springe dann auch mal direkt ins Spiel. Du kannst dann mal fortfahren, weil es gab ein Update für Razorgun. Meine Stimme ist ein bisschen erfrischend. Entschuldigung. Es war alles Zerstörung, gell? Überleben und Zerstörung ist das neu. Ja, und ich zeige euch Zerstörung, weil mir das mehr liegt. Und es kam auch noch ein Schiff. Editor dazu. Genau. Den habe ich gebaut. Ja. Mit dem, wo er spielt, hat er gebaut. Richtig. Damit habe ich nichts zu tun. Das war er. Also ich finde, der hat was. Ich weiß gar nicht. Ah, der ist so hässlich. Seiner? Meiner. Sieht mich schon. Das ist einfach, das passt. Das ist grauer Shit. Das ist einfach nur Shit. Ich finde den Namen passend. Du bist nur neidisch. Voll. Ich weiß. Der Platz für ein Ei, wenn ich dann sehe. Du bist echt nur neidisch. Weißt du noch, wie es funktioniert? Nein. Na, du musst die Dinger anschubsen. Ja, ja, aber ich wusste nicht mehr, was ich drücken muss. Scheint doch. Ja, es gibt ja nicht viel zum Auswahl. Ne? Was war das? Keine Ahnung. Also er ist derjenige, wo die Millionenmarke, also die 7,6, die war von ihm. Ich komme gerade so um die paar hunderttausend. Das kriegt man schon hin, man muss nur wissen wie. Man darf halt nicht sterben. Ja, du bist schon. Du Tier. Man muss immer ein bisschen aufpassen auf die Flugzeuge hier. In dem Modus ist einfach Timing ist alles. Ja, in dem Timing ist wirklich alles fein. Glück gehabt, aber... Manchmal muss man auch echt Glück haben. Und zwar will ich jetzt eigentlich hier... Scheiße. Gehabt. Weiß nicht, ob ich... Doch. Aber dich nicht. Ist egal. Das war gerade. Das war cool, oder? Das war... So, wo will ich jetzt hin? Tod. Frag, wo fliege ich hin? Also man muss aufpassen, man kann auch von den Bällen drauf. Also seine eigenen Dinger, wo man wegschießt. Genau. Nein! Ist zu kurz, ich mach nochmal. Ich müsste wieder reinkommen. Einer geht doch, einer geht doch. Das Ding an dem Level, man wird einfach süchtig mit der Zeit. Also mir ging es zumindest so. Nein. Ja, dir nicht, ich weiß. Und man kann auch immer das Level anders anfangen, deswegen ist es... Wie ein Puzzle. Ja. Also bitte, hatte ich Glück noch. Ich muss einen übersehen. Ich weiß. Und der da ist richtig gut dabei. Ich weiß. Ich war ein bisschen fail. Supercharge.
Ah, cool. Oh, oh, oh. Too many balls. Too many balls. Hm. Drück mal den entgegen. Sollen warten, jetzt kommt die Flugschädchen. Deine Freunde. Oh ja, was für Freunde. Und du hast einen vergessen. Scheiße, der klebt jetzt am Arsch. Ja, muss gucken. Oh, habe ich hier was? Ja, was? Hast du denn alles im Griff? Das ist keine. Fuck! Alles im Griff am Arsch. Denkst du, du knackst deine 7 Millionen? Ich weiß es nicht! Wahrscheinlich die zuhören, ich bringe jedes Mal den ihre Boxen zum Übersteuern oder sowas. Also oben rechts ist mein Rekord, der war bisher bei 7.600.000. Und ich habe vor, ihn zu knacken. Hallo, ich kacke! Ja, war ja klar, dass hier echt wieder so eine scheiß Sackgasse hat. Cool, in dem Spiel sind halt die Effekte. Ja, also da haben sie sich auch echt Mühe gegeben. Das war alles nur Viereckchen. Ja, das sieht trotzdem super aus, ne? Kacke. Ja, da kommen ein paar. Ja, warte ich lieber kurz. Oh. Also wenn da eine Superaufladung ist, muss man immer gucken, dass eine Kugel in der Nähe ist, weil dann geht es nochmal ein bisschen mehr ab. Man geht mehr ab. Will ich noch überleben zeigen? Ah, das andere. Scheißdreck. 7 Minuten spielen mehr, das kann ich noch ein bisschen zeigen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Edge of Tomorrow. Was voran das liegt? Was? Weil das Schiff so scheiße aussieht. Nee. Du wirst drauf gehen. Nö, geht's. Guck mal, wie sie ein bisschen rauskommen. Oh, ich hab's gesehen. Mächtige Feuerwehr. Ja. Feuerwehr. Der war Schrott. Das reicht nicht. Ah, mächtig. Mächtig, Ball. Scheiße! Warum kommt da gerade so ein Scheißblock? Ach, du mich. Okay, jetzt haben wir kurz noch überleben, dass wir es auch noch gezeigt haben. Tut hier. Weißt du, was war bei Überleben? So lange wie möglich überleben. Aha. So, ja. Ja, cool. Und es gibt, glaube ich, 3 Tage, wo man überstehen soll. Was gibt es 3 Tage, wo man überstehen soll? Oben ist jetzt 1, erster Tag, dann weg ist. Stimmt, das war das dann, ne? Ja. Da kann man doch auch zu zweit spielen, oder? Genau, zu zweit haben wir es geschafft bis... Und warum spielt ihr es jetzt alleine? Weil du es allein gespielt. Okay. Come on, y'all.
versorgen. Auszeit. Cool. Hab noch nie gesehen. So ein Waffenupgrade wäre jetzt eigentlich mal ganz toll. Krieg ich da aber nicht. Warum? Weil du bist. Weil du bist. Du hast ja echt. Oh, das ist das Problem schon, wenn es zu zweit spielt. Unübersichtlich. Nein, dann klaut auch der eine dem anderen die Dinger. Was klaut der Dinger? Obwohl, der ist ja wurscht, vom Sterben her. Naja. Also beim Singleplayer ist, da klaut, klaut beim anderen die Leben. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen kacke. Wo ist denn der? Okay, da. Humi. Ich hab's noch gesehen, aber... Du hast... Schade. Naja, zu viel des Tageszeichen nochmal zerstören. Das fixt einen einfach an, wenn man das mal angefangen hat. Das macht dann, also ich finde von den neuen Modis macht der am meisten Spaß, und zwar weil was anderes ist. Ich weiß, hier geht's nicht so. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Tetris mit Schiff. Nicht nur neidisch. Der war. Ja, ist immer so ein bisschen, man muss eigentlich ein bisschen vordenken, aber das ist nur manchmal ein bisschen problematisch. Tja, wo fliegst du jetzt hin? Mitten durch. Super, nicht witzig. Mega witzig. Ich weiß aber, wie du noch hin kannst. Ja, ich gerade irgendwie blöd. Nein, ich mach das Ding mal wieder kaputt auf jeden Fall. So, und dann hoffe ich einfach mal. Ich meine, Kugel mal wieder. Money. War gerade nicht viel, ne? Nein, alles gut. Wir haben einen Überblick. Das war echt. Diese kleinen Kacken sind dann voll mies. Welche? Die, wo das hoch und runter fliegen. Achso.
Ach du miese Scheiße. Ja. Ich brauche mal wieder eine Kugel. Wo gibt's denn noch eine Kugel? Das ist ein bisschen wenig Kugeln hier. Siehst du, die kleine Scheiße, wo ich gemeint habe. Naja, ich glaube, es reicht für heute. Mein Ego ist angekratzt und ich gehe jetzt in die Ecke und heule mich erstmal aus. Du gehst ins Bett. Genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Außer noch kurz ein Schiff-Editor rein. Heute, wie oft hast du heute schon Tschüss gesagt? Oh, das ist ja. Heute, die Folge, die kommt irgendwann raus, wo... Also auf jeden Fall, man kann hier... Cool, Rio und 3D. Sache gibt's. Okay. Also man kann ja Schiffe runterladen, die von anderen gemacht wurde. Die haben sich teilweise ja auch richtig viel Mühe gegeben. Fette Karten. Ja. Dr. Robotnik. Krass. Son Goku. Wo ist Kamehameha, du Arschloch? Meinst du, ist so 2D, das ist dann so, ne. Ah, der zum Beispiel. Ja. Ah. Aber hat auch noch was. Oder hier. Ne? Star Wars. Bender. Also gibt es eigentlich ganz lustige Sachen. Und man kann dann auch noch selber welche erstellen. Da zeige ich mal am besten deins als Beispiel. Und dann kann man hier von Block für Block quasi sein eigenes Schiff bauen. Entweder ein hübsches. Oder ein Meisterwerk. Ne? Wenn man sich ganz viel Mühe geben möchte. Das hat er gemacht. Schwarze habe ich gemacht. Genau. Das ist von mir, das ist von dir. Ja. Graue Schütte, schau eher sein Humor. von daher. Ja. So wie zu den neuen Features. Gibt auch, glaube ich, ein oder andere neue Level. Aber. Könnt ihr selber spielen. Ach, ganz wichtig, es gibt ja einen lokalen Koop. Das heißt, man kann das auf einer Konsole zu zweit spielen. Multiplayer. Lokalkoop und dann kann man sich in Spielmodi auswählen. Außer Überleben. Ja, es geht nicht, aber es ist verständlich, weil das ist auch schon alleine unübersichtlich genug. Von daher, Resogun rockt. Vierte. Tschüss, schon wieder. Teil 286.